Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, wir müssen damit aufhören. Ich fange direkt damit an. Liebe Lisa, liebe Mädels, wir haben 2021. Die Zeiten haben sich geändert. Wir sind toll und das sollen alle wissen. So, Mann! Und wir kommen direkt zu der nächsten tollen Frau. Herzlich willkommen, Teresa Rizos! Hallo allerseits hier in Köln und bei Ihnen zu Hause und ganz besonders hallo nach Schweinfurt in die Ahornstraße 8, dritter Stock, braunes Sofa. Hallo Danny. Ja, mein neuer Freund schaut nämlich heute zu und boah, ich bin so verliebt, der ist so süß. Wirklich, ich würde am liebsten sofort zu ihm nach Schweinfurt ziehen. Aber das geht leider nicht, weil ich wohne ja in München und ich bin so ein Familienmensch. Und zu Hause habe ich ja meinen Mann und die Kinder. Nein. Spaß, ich habe natürlich keinen Mann und keine Kinder. Danny, jetzt bist du kurz erschrocken, oder? Ach, ich liebe das, wenn man zusammen lachen kann in einer Beziehung. Das ist doch das Allerwichtigste, oder? Und der Danny bringt mich wirklich immer zum Lachen. Der ist so lustig. Vorhin hat er mir erst wieder eine SMS geschrieben. Hey Baby, wünsch dir viel Glück später. Toi, toi, toi. Ja, aber mit O-Y. Lieb dich sehr, sehr ohne H. Der macht so viele Rechtschreibfehler. Es ist so lustig, so süß. Danny, ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mir in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht, wie ich mir ein zweites Standbein aufbauen kann. Also, was kann ich richtig gut? Was könnt ihr von mir lernen? Worin bin ich euch allen haushoch überlegen? Und da war es mir auf einmal klar, ich werde Beziehungstherapeutin. Beziehungen, ich habe schon so viel Erfahrung damit. Gut, das waren jetzt vielleicht nicht immer sehr lange Beziehungen, aber bei Beziehungen, da geht es auch nicht immer nur um die Dauer, da geht es auch um die Quantität. Und da bin ich wirklich ganz vorn dabei. Zum Glück für dich, Danny, weil so kommst du auch mal dran. Ist so schön, endlich mal wieder so richtig verliebt zu sein, gell? Und diesmal ohne diesen ganzen Schmerz. Was bin ich das satt, immer so zu leiden in der Liebe? Es sind ja so viele Narzissten unterwegs da draußen. Mein letzter Freund zum Beispiel, Danny, von dem habe ich dir doch schon so oft erzählt. Du weißt schon, der so gut aussah, mit dem schönen Haus, der so einen guten Geschmack hatte. Für den hätte ich wirklich alles gemacht. Alles. Aber da hat sich immer nur alles um sich selbst gedreht. Da hieß es den ganzen Tag nur er. Und ich habe das auch noch unterstützt. Ich habe den angehimmelt. Auf einen Sockel gestellt habe ich den. Das ist bei dir, Danny, ganz anders. Der Danny ist schon froh, wenn er mal bei mir staubsaugen darf. Und das ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint. Nein, der Danny ist so ein toller Mensch, so zärtlich und leidenschaftlich. Der hat halt einen sehr hohen EQ. Aber so jemand muss man auch erst mal finden. Ich habe mich dann irgendwann mal einfach mal in Ruhe hingesetzt und überlegt, woran das liegt, dass ich so oft unglücklich verliebt bin. Und dann habe ich angefangen, zu dem Thema ein Buch zu schreiben. Den Titel habe ich schon. Es heißt, jetzt geht's mal nur um mich. Und da lese ich euch jetzt gleich mal was draus vor. Ach so, ja, das weißt du noch gar nicht, Danny. Ja, du kommst auch vor in dem Buch. Aber keine Sorge, ich habe dich natürlich anonymisiert. Ist ja klar. Es wäre ja total blöd, wenn jetzt jeder wüsste, dass du damit gemeint bist. Vor allem, nachdem ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass du in Schweinfurt in der Ahornstraße 8 wohnst. Nein, nein, ich habe natürlich deinen Namen geändert. Also hier heißt du nicht Danny, sondern Mr. X. Wenn Männer sich in die Opferrolle retten,
Klein machen ist auch keine Lösung. Mr. X ist mir zwar intellektuell unterlegen und auch in vielen anderen Bereichen kann er mir nicht das Wasser reichen. Aber er weiß das auch und beschränkt sich auf die Tätigkeiten, die er gut kann. Das sind sowieso nicht besonders viele. Insofern tut ihm das auch nicht weh. Deshalb meine Regel für euch. Begegnet eurem Partner immer auf Augenhöhe. Redet nie über eure Ex-Beziehungen. Und ganz wichtig, stellt eurem Partner niemals bloß, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Viel Spaß beim Ausprobieren. Danke. Teresa Rizos. Ah.